Noch schreiben wir das Jahr 2016. Aber wir möchten das Jahr nicht beenden, ohne hier euch mitzunehmen zu einer Bootsfahrt auf dem Kutzrünchen Bach in der Uckermark. Neben mir steht der Guide und Scout Norbert. Ich. Norbert, die Nachnamen brauche ich nicht nennen. Und auch der Bootsbesitzer. Und wer mitkommen will nächstes Mal, der muss sich bei uns anmelden. Im Boot sind noch Plätze frei. Es ist ein Langboot, 12 Meter. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wir sind Schöngeister, wir mögen Klassik. Ja, wir müssten bald da sein. Stündchen war es noch. Dann sind wir da. Und wo setzen wir ein? Da, Kolbertzer Mühle, denke ich. Ist er nie bewirtschaftet jetzt? Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ein Bier. Oh, schön, so ein Mist. Und ich habe heute nur die Rettungsdecke bei, die wir beim Rotkreuzkasten haben, zum Übernachten. Hast du eine Alufolie zum Zelten, ja? Ja, sowas. Dann reicht doch, wickelst dich ein. Ich meine, der Regen wird auch aufhören, regnet ja gerade ganz schön heftig. Aber das hört bis heute Abend auf, das ist nicht. Sollte nicht das Problem sein. Machst du schon. Dein Wort in Gottes Ohren. Ja, jetzt sind wir hier an der Kobalzer Mühle und sind nicht etwa in Schweden, wie ihr vielleicht denkt. Wa? Also es ist natürlich gigantisch hier. Wir werden wahrscheinlich nicht weiterfahren, wir werden erstmal übernachten hier in diesen Hütten. Und wer Lust hat, sollte mal hierher fahren. Das ist der Hammer, sag ich euch bloß. Da bin ich sehr weich im Herzen, wenn ich sehe. Ja, manchmal muss man die Kanne auch tragen. Über Straßen. Jetzt weitet sich das Flüsschen zu einem See. Hör mal, Norbert, die Keulgraben. Ja, wie sie singen. Aber ich finde, Norbert, bei Sonne und Wärme macht das ja jetzt gar keinen Spaß. Schokolade? Ja, gerne. Wie viel? Nochmal so? Ja, wie ein großes Stück, wenn es geht. Quatsch. Das macht Spaß. Karrenfahrt macht Spaß. Wenn du hier heißt das. Ab Kutzrünchen beginnt der schönste Abschnitt des Kutzrünchenbaches. Vielleicht sehen wir noch eine Wasseramsel. Ich sehe uns schon wieder den Kahn tragen. Wir sind bis jetzt mehr, haben mehr getragen, als wir hier gefahren sind. Da komme ich doch nicht durch, da bleibt der Helmut mein Hut.
Mann. Das ist scheiße. Ich will gleich Hause mit dem Arsch. Den Herrn kennen wir schon, den Herrn. Guten Tag. Sag mal, wir haben uns vor 5 Jahren gesehen hier. Da warst du, dann bist du jetzt 75, 76, 77, bist du 78 schon? Oh, ich bin schon älter. Ehrlich? Ja. Na, wie alt? War denn 80? Ja, ich wäre 81. Ich will aber in Marken natürlich die jungen Porschen machen. Ich hoffe, ihr seht noch zu hier. Es ist jetzt 10 nach 7, natürlich stockduster. Und was man hier tatsächlich sieht, das hätte ich nie gedacht, sind Waschbären und Fischottern. Nur 3 Stück gesehen. Natürlich spannend, sieht man jeden Tag. Aber leider Gottes bin ich dann mit der Kamera mal zu spät dran, weil wir auch rudern mussten. Und wir haben ein schönes Feuer, es hat natürlich eine Weile gedauert. Weil es hat ja geregnet hier und das Holz ist nass. Aber wie gesagt, wenn man so ein Outdoor fliegt, so wie Norbert, der ja nun damit wirklich also Erfahrung hat, dann klappt das schon. Alleine hätte ich mich wahrscheinlich hier schön angeschissen. Du kannst mitsingen, wenn du mitsingst. Schön noch Lampe anhast. Ach so, mit die Lampe aus war natürlich, ja, mit Blende soll. Ihr könnt euch mitsingen. Super, kommt der Förster, muss aufhören. Prost. Prost, die Genossen. Ist kein schöner Leben als das Räuberleben, in dem Dustern wühlt. Da wird Schnaps gesoffen und Lied gepfoffen, das ist von den Bergen widerhallt. Kommt eine dicke, fette, eine Verheiratete oder sonst ein Weibbild durch den Wald. Wird sie erst besichtigt und dann notgezüchtigt, das ist von den Bären widerhallt. Kommt eine Kavallerie oder eine Artillerie oder sonst ein Militär zu Fuß. Wird bald nicht mehr geben mit dem Räuberleben, weil man aufgehangen werden muss. Und jetzt zusammen, ist kein schöner Leben als das Räuberleben, in dem Dustern wühlt. Da wird Schnaps gesoffen und ein Lied gepfiffen. Das ist von den Bergen wieder halt. Miau. Miau. Ist hier jetzt mein Zelt an? Miau. 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 Wenn ein Feuer brennt, sieht die Welt gleich anders aus. Hier vorne habe ich nicht die Nacht. Einzige, wir haben Waldkauze gehört. Da hinten der Tettelbau, das hättest du ja auch verrückt gehabt wie bei mir. Wieso? Junge, du. Aber nee, da muss ja der Dickkopf durch, der hält einfach. Ich bin den Sturm jetzt an. Was ist passiert? Nicht. Hörst du das Feuer, wa? Ja. So. Frühmorgens kräht jeder Hahn, wenn er die Kehle feuchtet an. Dann natürlich immer über YouTube, ich trinke ja nicht mehr. Denn die wissen, dass da viel Saft drin ist. Prost. Auf unsere wunderbare Trage Bootstour. Prost, das ist Trabi. Prost. Prost, ich stoße an aufs neue Jahr. Wir haben überlegt, vielleicht bleiben wir auch hier. Gehen wir jeden Ei aus dem Wehe.
Ja? Geknallt gewesen, Kinder. Wenn ich mir die Idioten sehe, die Böller in Luft jagen, wird mir jetzt schon schlecht. Ich verstecke mich immer da am Tisch denn, oder? Jetzt passiert. Ach, der kommt. Jetzt ist der. Ach, du Scheiße. Abgewartet. Ach, jetzt, hier, warte. Oh, jetzt, hör. Warte, raus, Handschuh. Raus, hier, fahrt an. Na, der Handschuh. Da. Hast du? Ja. Der kommt schon fast. Jetzt müssen wir das bauen. Wo? Ruf sie. Also, das ist natürlich seltsam. Ich komme aus mit meinem Tee und meine Dreckers hier. Ich will von den Chips retten. Da. Aber die Buschkraft, und der Buschkraft, Norbert, der Scout, der kommt natürlich ohne sein warmes Wetter nicht aus. Der hätte wahrscheinlich mit dem Arsch zu Hause bleiben sollen. Wogegen, wenn man ihn meckern, dann gibt er mir nichts ab. Jetzt nicht los. Doch, doch, klar. Ein Ei. Schale drin. Kann man Schale eigentlich Feuer schmeißen, aber ist das auch nicht erlaubt? Mal aufmachen. Wenn meine Frau sehen würde, wie gut ich kochen kann. Und zu Hause stelle ich mir mal doof an. Oh, ist das daneben? Oh. Gut gemacht. Alle drin? Alle drin, fressen wir auf. Wenn ich längst zu Hause bin, dann muss ich mir erstmal wieder andere Sprache angewöhnen. Wenn man hier im Busch ist, da quatscht man wie so ein Schwein. Da nehmt euch kein Beispiel dran, ihr könnt auch im Wald vernünftig sprechen. Ja? Ich hau jetzt das letzte Ei herein. Oder hinein, weiß ich nicht. Alles schön gut, Norbert. Aber jetzt habe ich keinen Behälter dabei dafür. Zum Essen. Ja, ja. Ja. Keine Bange, ich habe an dich gedacht. Ja, danke. Ja. Danke. Kannst du aus der Pfanne schnappeln. Und kann ich mir den Mund verbrennen. Ja, Norbert, die Eier brutzelt, werde ich diese leckere Banane schmatzen. Ah. Heiße Banane. Wie auf dem Weihnachtsmarkt. Lecker, perfekt, ja. Lecker. Guten Appetit. Ja, morgen ist Mist. Morgen muss ich wieder ordentlich am Tisch sitzen, eine weiße Tischdecke drauf, muss ich Danke, Bitte sagen. Und meine Tante kommt mit dem höflichen Diener machen. Ist auch nicht lustig. Na, endlich mal ein Eisvogel. So, Jungs und Leute, das war's gewesen. Wir geht ein schönes Wochenende zu Ende in der Wildnis. Und wir freuen uns schon auf übermorgen das Silvester. Wir wünschen euch noch viel Spaß, also auch zur Feierei. Und wie ihr sagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und haltet die Ohren schlapp. Bis zum nächsten Mal. Euer hammerharter Ernie und Norbert. Ja, Norbert hat gerade, hätte er seine Bärendings nicht immer aufgehabt, hätte er vielleicht besser rübergekommen beim Foto oder beim Film. Lüchen.